Das heißt, wir interessieren uns für eine Datenstruktur oder abstrakten Datentypen, Binärbaum. An Operationen brauchen wir irgendwas, um einen Baum zu erzeugen. Ich erzeuge quasi aus einem bestehenden Baum oder aus zwei bestehenden Bäumen einem Knoten einen neuen Baum. Das wäre die Operation Node. Zwei Bäume stecke ich da rein, einen Knoten und verknüpfe die entsprechend, um auf den rechten und den linken Nachfolger zuzugreifen. Operation Left und Right. Operation Value, um sich den Wert eines Knotens herauszuholen. Das ist falsch, was da steht. Hier muss T hin. Empty, um zu prüfen, ob ein Baum leer ist. Festlegung der Operationen mit Hilfe von Axiomen. Brauchen wir eigentlich diese fünf Stück. Empty auf ein Create ist true, das heißt, der Baum ist leer. Ja, und sobald wir da was drinstehen haben, also Node, ist das ganze Ding ein False. Links liefert uns immer den linken Teil, rechts liefert uns immer den rechten Teil und Value liefert uns halt den Wurzelknoten. Damit sind eigentlich die Operationen für so einen Baum festgelegt. Wir möchten jetzt mal geordnet durch den Baum durchlaufen. Und zwar können wir das natürlich auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Wir möchten also beispielsweise alle Elemente dieses Baumes ausdrucken. In so einem kleinen Programm. Und ich hätte es gerne so, das Programm. Bevor wir die Nachfolger ausgeben, hätte ich gerne den Wert hier raus. Und dann möchte ich gerne beispielsweise den Inhalt hier raus und dann den Inhalt hier raus haben. Das Ganze ist die sogenannte In-Order-Traversierung. In-Order heißt mittendrin. Also, wir müssen zuerst ausgeben im linken Baum, Urteilbaum, dann die Wurzel und dann alle Elemente. Wir würden also beispielsweise hier bei diesem Baum ausgeben, in dieser Reihenfolge A, plus b mal c minus d durch e. Also in dieser Reihenfolge 1. Die Pre-Order-Ausgabe, da gebe ich aus zuerst die Wurzel, dann links, dann rechts. Also das wäre Wurzel. Dann werden Sie sich vorstellen können, irgendwann gebe ich die Wurzel wohl auch als letztes aus. Post-Order und das wäre die Regel. Das ist eine verzeigerte Struktur. Liste kennen wir als verzeigerte Struktur. Wir haben hier so einen Zeiger auf einen Wurzelknoten. Wurzel kann irgendwie so aussehen, da können wir alles Mögliche reinschreiben. Ja, die Wurzel könnte beispielsweise irgendwie so ein Feld sein von Elementen. Da steht beispielsweise das Minus drinne, da steht beispielsweise die Gradzahl drinne. Da kann drinstehen ein Verweis auf den Nachfolger links, ein Verweis auf den Nachfolger rechts. Da kann man auch beliebig viele Sachen reinschreiben. So ein Baum, der besticht dadurch, dass er hochgradig rekursiv aufgebaut ist. So, das ist das ganze Programm, was wir schreiben müssen. Drei Zeiler. Ich habe das mal In-Order-Treewalk genannt. Hier oben steigen wir ein mit der Wurzel. Das ist das X. So, dann prüfen wir, ob das Ding leer ist. In-Order-Treewalk, left. Das heißt, wir rufen das Ding hier auf. Steige ich hier ein, indem ich das wieder aufrufe. Dann steige ich sozusagen nochmal hier ein. Ja, hier hängt ja sozusagen nil drunter. Hier hängt auch nil drunter. Da steige ich ein, da komme ich aber quasi sofort wieder zurück. Komme ich aus dem Aufruf hier, der dieses Element als Parameter gehabt hat, komme ich zurück, komme an diese Stelle und gebe A aus. Und dann komme ich hier rein, das ist aber leer, komme ich zurück, passiert nichts. Springe ich hier raus zurück, komme hier oben rein. Dann gebe ich Plus aus. Dann steige ich hier ein. Rufe ich wieder im linken auf, B, da hängt nichts runter. Gebe ich das B aus, komme zurück, gebe das mal aus, steige hier unten ein. Verzweige wieder nach unten, da ist nichts, also gebe ich C aus. Komme wieder zurück, komme wieder zurück, komme wieder zurück. Das ist gerade sozusagen jetzt das Schöne an dieser rekursiven Struktur, was ich hier eben mit 1, 2, 3, 4, 5 dran geschrieben habe. Das brauche ich überhaupt nicht zu verwalten. Das ist sozusagen einfach in der Art und Weise, wie ich jetzt diese rekursiven Aufrufe durchführe. Dann komme ich hier oben hin, komme ich zurück aus meinem rekursiven Aufruf hier und gebe ein Minus aus. Und gebe dann irgendwann nochmal D durch E aus. Und das ist halt das Schöne bei diesen Bäumen. Diese rekursive Struktur in diesen Bäumen kann man halt auch sehr schön nutzen dann für eine knappe Formulierung der Routinen und Operationen darauf. Jetzt hätte ich gern diese Pre-Order-Ausgabe. Gehen wir einfach mal durch. Pre-Order-Treewalk. Ich steige hier ein. Das ist mein X hier. Das gebe ich als erstes aus. Das mache ich hier an dieser Stelle. Und dann rufe ich auf das mit dem linken Nachfolger. Also hier. Dann komme ich hier hin. Da komme ich wieder rein. Das gebe ich erstmal irgendwie aus. Plus. Und dann rufe ich das wieder mit dem Nachfolger auf. Komme ich hier hin. Den gebe ich als erstes aus. Dann rufe ich das mit den Nachfolgern auf, die sind leer, komme ich wieder zurück. Verwaltung durch letztendlich den Rekursionsstapel oder den Stapel der rekursiv aufgerufenen Pre-Order-Treewalk-Aufrufe, komme ich hierhin zurück. Dann bin ich sozusagen an dieser Stelle und rufe das dann mit dem rechten Baum auf, das heißt hierhin. Und dann gebe ich das mal aus, dann das B, das C, komme ich hier zurück, dann das Divisionszeichen und das D und das E. Und das ist doch jetzt mal irgendwie was Tolles. Ne? Da haben wir so eine hübsche rekursive Struktur und das lässt sich dann irgendwie so wunderbar einfach implementieren. Bei dem Postorder vertauschen wir halt auch nochmal die Zeilen, bringen sozusagen diese Ausgaberoutine hier, dieses Ding, bringen wir halt ganz zum Ende hin und geben erst links aus und dann geben wir rechts aus.
Wie aufwendig sind denn die Routinen? Also wir haben N-Knoten insgesamt, innere und äußere. Ein Aufruf, das heißt in Aufwand, O von, genau. Wir besuchen jeden Knoten genau zweimal. Wir starten von dem einen rekursiven Aufruf und kommen wieder zu dem Knoten zurück. Das heißt, jeder Knoten wird zweimal besucht. Das heißt, wir haben O von N-Aufwand.